Hallo, Ladies and Gentlemen, das ist jetzt mein zweiter Anlauf tatsächlich, weil ich beim ersten Anlauf alles hochkant gefilmt habe und ich dachte mir, okay, fuck it. Ich habe vorhin was geunboxed. Und zwar wahrscheinlich das Wichtigste für meine YouTube- und Livestreamer-Karriere. Und zwar ein neuer PC. Und mein alter Rechner ist ein i7-Kerner mit einer 1050 Ti. Damit reiße ich heutzutage nichts mehr. Schön schlicht schwarzes Design. Was aber in dem Rechner drin steckt, wird mir erstmal helfen. Und da drin befindet sich ein AMD Ryzen 7 3700X mit einer, ich habe es vorhin gelesen, ich habe schon wieder vergessen, einer KFA 2060 Super OC. 2 TB sind verbaut, 32 GB Arbeitsspeicher. Das hilft mir wahrscheinlich auch beim Rendern, beim Stream und und. Ja, und das Ganze befindet sich auf einem, falls ihr das Motherboard wissen wollt, da haben wir es. Das MSI B450M Pro ja, VDH Max. So, da habe ich die ganze Scheiße auf meinem Handy vorgelesen. Jetzt sind. Es ist, wie gesagt, ein wunderschön schlichtes Design. Und hier ist die Glasscheibe, da ist alles verbaut, da bin ich, hallo, Tempered-Glas, ne, nicht ausrasten. Ein wunderschön sauberes Glas, extrem auch sauber zusammengebastelt. Also das ist von der Seite, wo wir den bestellt haben, zusammengebaut worden. Sprich, dafür haben wir auch nochmal ein paar Euro extra bezahlt, weil als wir den Rechner von der Ruby zusammengeschraubt haben, dachten wir uns, den Scheiß wollen wir uns nicht nochmal geben. Wunderbar, herrlich. So, wie kam es denn jetzt dazu, dass ich. Moment, ich kann ja so mit euch reden. Wie kam es dazu, dass ich jetzt einen Rechner bekommen habe? Ja, die Nairobi sagte, ich bin hier wohl ein bisschen auf den Sack gegangen. Weil mit meinem Rechner, es hat halt einfach nicht funktioniert. Auch Livestreams und. Das war einfach mehr schlecht als recht und das wisst ihr selber. Ja, kurzerhand, danach hat sie mal ein bisschen rumgeguckt. Hat was Erschwingliches gesehen und sagte so, okay, kratz, du alte Heulsuse, da hast du. So, und dieses Video ist für mich halt auch einer der wichtigsten Videos, weil ich dieses Video, es ist das letzte Video, was ich mit meinem alten Rechner zusammenschneiden werde, also bedeutet mir das halt schon viel. Noch einmal, bevor ich den hier einrichte und das wird halt natürlich alles auch ein bisschen dauern. Von daher hoffe ich, habt ihr noch ein bisschen Geduld mitgebracht und danach geht es tatsächlich mit High-Quality-Content bei mir los. Mein Gott, ich brauche jetzt nur noch eine neue Webcam und dann ist der Stream auch High-End. Leckt mich am Arsch. Und warum? Ich weiß, die Frage wird wahrscheinlich im Chat irgendwann im Chat oder in den Kommentaren kommen. Warum eine 2060 super? Warum nicht eine 2070 oder eine 2080? Leute, wir können kein Geld scheißen und aufrüsten kann man nach und nach ja immer noch. Richtig? Richtig. Für meine Bedürfnisse reicht eine 2060 auf jeden Fall. 32 GB sind auch erstmal ausreichend. Und wie gesagt, nachrüsten kann ich immer noch, denn so wie ich das sehe, ist da genug Platz für alles. Wunderbar. So, ja, jetzt kommt das Obligatorische. Ich schneide das Video zusammengedönst. Und dann werde ich leider Gottes den hier noch einrichten. Und das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber ich freue mich. Ich bin halt echt ewig happy und ich bin gespannt, wo meine Möglichkeiten jetzt sind. Jesus. Leute, ich glaube, mit diesen wunderbaren Worten verabschiede ich mich auch für dieses kurze Unboxing. Wir sehen uns dann in neuer Qualität wieder. Also bleibt steil, bleibt am besten auch zu Hause, wenn ihr könnt. Und bleibt gesund vor allen Dingen. Also bis dahin, euer Smerix. Tschüss, ciao und Dülle.